Ja, soweit scheint noch alles zu funktionieren hier und von daher heiße ich euch herzlich willkommen zur 13. Ausgabe der Film Community News. Ja, sie ist wieder da, wenn auch erstmal nur testweise. Die letzte Ausgabe liegt tatsächlich schon über ein Jahr hinter uns. Und von daher wurde es vielleicht auch wirklich mal Zeit, dass wieder etwas passiert. Ich hatte damals so ein bisschen die Lust, das Interesse, den Spaß verloren. Die Film-Community war so ein bisschen am Boden. Es gab viel Knatsch hier und da und es machte einfach keinen Spaß mehr. Zudem macht diese Ausgabe oder diese Sendung richtig viel Arbeit. Es ist ein absoluter Schnippelmarathon. Ich habe damals ja alle zwei Wochen eine News rausgehauen und hatte dann einfach keine Zeit mehr, auch noch andere Videos zu drehen. Und von daher hatte ich einfach keine Lust mehr. Nee. Hab's liegen lassen und ja, irgendwie dann auch verdrängt. Bis vor kurzem, wo es dann wieder so ein bisschen anfing zu kribbeln, ich mir mal ein paar alte Ausgaben angeguckt habe und mir dachte, eigentlich könntest du ja mal wieder. Ja, das nächste Problem war dann, dass die Film-Community sich irgendwie so ein bisschen in Luft aufgelöst hat. Also viele der alten Gesichter, viele der alten Kanäle gibt es gar nicht mehr, sind verschwunden. Keine Ahnung, was los ist. Dafür sind ein paar neue aufgetaucht, wenn auch nicht so viele. Jedenfalls ist das Ganze im Moment recht klein. Keine Ahnung, ob das im Moment wieder so ein Wandel ist. Aber es passiert nicht wirklich viel in der Film-Community News, in der Film-Community. Und von daher musste ich wirklich ein bisschen suchen. Naja, aber vielleicht ist dennoch für den einen oder anderen von euch etwas dabei. Vielleicht ist eben der ein oder andere auch auf der Suche nach neuen Kanälen, die ihm ja, im Bereich Film ein wenig unterhalten können. Und von daher hoffe ich, dass ihr jetzt an dieser Ausgabe, wenn diese auch etwas abgespeckt ist, dennoch euren Spaß habt. Also, legen wir los. Der Movie Hunter war wieder auf der Jagd. Ja, und hat vollkommen blind geschossen. Ein schickes Steelbook zum Streifen Killing Season, einem Film mit John Travolta und Robert De Niro in den Hauptrollen. Und noch mehr Stahl gibt es von King Bossels Beck, welcher sich die Steelbook-Edition zu der Hobbit 1 und 2 zukommen ließ. Leider kam nur eines der Steelbooks ohne Gebrauchsspuren daher, was den Gesamteindruck ein wenig trügt. Ein kleines Review zu Planet der Affen bekommt ihr von Andreas Quinz Flicker, welche sich einfach mal in den Kinosessel hockte, um sich von dort auf James Franco zu freuen. Dumm nur, dass dann die Affen so viel Screentime bekamen. Ja. Mit einem fetten Video-Update seiner DVD- und Blu-ray-Sammlung kommt Cybertronian Soldier daher. Er präsentiert unter anderem Filme wie Der Mann mit der eisernen Maske, I, Frankenstein oder auch die Nervensäge Cable Guy. Mit wirklich nettem Intro kommt DVDception daher und nimmt sich einer sehr bekannten Blechdose an. Sprich, er serviert uns ein recht ausführliches Review zu Iron Man 3. Ja, kommen wir zum Kanaltipp. Und da ist mir dieser Tage jemand ins Auge gesprungen, bei dessen Sammlung ja man wirklich vor Neid erblassen kann. Und ich glaube, da kann so gut wie niemand bei uns in der Community mithalten. Und es hat mich schon ein wenig sprachlos gemacht, als ich gesehen habe, was der Gute denn da alles sein eigen nennt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man steht in einem Laden, aber nein, der hat sich das wirklich alles zugelegt. Es geht dabei um Voorhees 82. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt mal vorbeischauen. Das Beste kommt aber noch. Der Gute ist nämlich Kiss-Fan. Ja. Yeah. Hi Leute, ich bin Voorhees 82. Filmkritik Danny stellt uns den Direct-to-DVD-Streifen
Prisoners of the Sun vor, in welchem es um eine Expedition ins Reich der Toten geht. Also ein Film mit Untoten und dem drohenden Weltuntergang. Ab 12 Jahre. Filme TV präsentiert uns nicht nur ein Overview seiner recht überschaubaren Blu-ray-Sammlung, nein, er nutzt diese Gelegenheit auch gleich einmal dazu, um sich ganz mutig das erste Mal vor die Kamera zu hocken. Ein fettes Update ihrer Mediabook-Sammlung gibt es von der Filmsammlerin. Darunter Streifen wie Steven Seagals Zum Töten freigegeben, Van Damme's Bloodsport oder auch die Feuerwalze mit Chuck Norris. Mit seiner regelmäßigen Wams-Ausgabe weiß der redegewandte Flowtube immer wieder zu unterhalten. Und so serviert er uns in Ausgabe 15 nicht nur ein wenig Gefängnisgekloppe, sondern auch ein paar Kannibalenburger. Diese serviert mit großzügigem Ausschnitt. Vom Filmkollektor bekommen wir ein wenig Folter im limitierten Mediabook geboten, und zwar zu Daddy's Little Girl, einem Film, in welchem ein Vater auf grausame Weise den Mord an seiner Tochter rächen möchte. Feierabend, ja. Okay, das war's mit der 13. Ausgabe der Film Community News. Puh, ich hoffe, der ein oder andere hat vielleicht einen neuen Kanal entdecken können. Vielleicht auch zwei oder drei oder vier. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und naja, mal schauen, wie es jetzt mit der Ausgabe oder mit der Sendung überhaupt weitergeht. Geplant ist von meiner Seite noch nichts. Ich will einfach mal die Reaktionen abwarten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und vielleicht gibt es dann auch irgendwann wieder eine etwas aufgemotztere Film-Community-News mit netten Gästen. Schauen wir mal. Nun gut, ich denke, mir bleibt jetzt nichts anderes mehr, als die Vorhänge wieder zuzuziehen und zu sagen, macht's gut, bis die Tage und ciao. Hallo, hallo. Das ist doch alles scheiße. Und ich schwitze. Ich schwitze. Ein schickes Steelbook zu. Irgendwas mit Season. Wieso ist die Anmoderation so schwierig? Bekommt ihr von Andreas Krims. Was? Aber der Stuhl ist bequem. Der ist besser als der alte Stuhl. Weil der alte Stuhl hat eine Rückenlehne, der nicht. Ups, das war nichts. Darunter Filme wie Steven Seagals Zum Töten freigegeben. Ja, das war es mit der 13. Ich muss mal das Fenster zumachen, weil sonst hört man den Straßenlärm. Und jetzt ist richtig warm hier dran. Das ist die schwierigste Anmoderation in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte mir vorher einen Text aufschreiben sollen und dann wüsste ich es vielleicht. Ich hoffe, ich gehabt. Es war vielleicht auch eine und andere und deswegen. Scheiße. Ich glaube, es ist gut. Ja, ich habe doch Scheiße gemacht. Ich bin todmüde. Oh, ich habe den Stuhl voll geschwitzt. Jetzt Pipi in der Hose. Puh, puh, puh.